Weltweit werden die Rechte von Menschen verletzt, auch jetzt, in diesem Moment. Dabei steht unumkehrbar fest, Menschenrechte gelten für uns alle, allein deswegen, weil wir Menschen sind. Sie sind weder teilbar noch verhandelbar, sie gelten für Arm und Reich, im Frieden wie im Krieg. Der Schutz und die Förderung der Menschenrechte sind für Frankreich und Deutschland Fundament unserer Außenpolitik. Mutigen Frauen und Männern, die sich für die Menschenrechte engagieren, wollen wir unsere Anerkennung aussprechen. Es ist Dank und Anerkennung zugleich. Am 10. Dezember, dem 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, haben Deutschland und Frankreich zum dritten Mal den Deutsch-Französischen Preis für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit vergeben. Einer der 15 weltweit ausgezeichneten Preisträger ist der syrische Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bouni. Weil er in Deutschland im Exil lebt, wurde er in Berlin ausgezeichnet. Al-Bouni setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Menschenrechtsverletzungen in syrischen Gefängnissen nicht ungesühnt bleiben und die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Some dictatorship think he have immunity and can do what he want in his people. So when we succeed, it's not for Syria, not for Syrians only. It's for the victim in whole the world who face like these criminals in Syria. We try to, with this work, to stop them. Deutschland und Frankreich unterstützen den Kampf von Anwar al-Bouni gegen Straflosigkeit in Syrien. Wir ehren Sie heute als eine Person, die eine große Botschaft verkörpert, nämlich eine, dass die Gerechtigkeit niemanden vergisst. Weder diejenigen, die foltern und töten, aber vor allem nicht die zahlreichen Opfer und ihre Angehörigen. Vous comptez parmi les femmes et les hommes dont la Syrie a besoin, mais aussi la communauté internationale pour défendre les droits de l'homme aujourd'hui comme demain. Merci. Anwar al-Bouni ist einer dieser Menschen, die für die Rechte anderer kämpfen und in diesem Kampf oft selbst Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden.